Be gay, do necromancy. Und damit priviert, meine Glühbirnen, und herzlich willkommen zu Sword of the Necromancer. Dieser Spruch gerade war eine der bestbewertetsten Bewertungen auf Steam und dementsprechend freue ich mich schon sehr drauf und bin natürlich sehr gespannt auf dieses Spiel. Ich habe das Intro gerade ersetzt durch das Intro, was kommt, wenn man das Spiel startet, weil das eigentliche Intro zum Spiel ist fürchterlich. Leute, bitte bezahlt eure Synchronsprecher. Ich meine das wirklich ernst. Kurzfassung, das ist wahrscheinlich unsere Geliebte, so wie ich es verstanden habe. Die ist verstorben. Es gibt ein Tool, um Leute wiederzubeleben, und das ist das Schwert des Necromancers. Und ja, das war im Endeffekt die Story, aber... Ich kann euch das nicht antun. Ich kann es euch echt nicht antun. Okay, wir haben nicht das Schwert des Necromancers, wir haben nur Gladius. Dann schätze ich mal, ist wahrscheinlich das Ziel, das Schwert des Necromancers zu kriegen. Hier können wir irgendwelche Tagebücher lesen und Co. und bla und bliblub. Ganz viel Story. Ehrlich gesagt, habe ich ein bisschen Angst davor, dass wieder eine Cutscene kommt. Also gehen wir hier ganz schnell wieder raus. Ein Intro. Warte, das ist das Startmenü. Oh. Ich glaube, wir sind ins Startmenü raus. Hoppla. Nee, dann gehen wir lieber nach hier oben. Kann ja mal dem Besten passieren. Bei dem Spiel handelt es sich um einen Dungeon Crawler, wo wir nicht durch die Haupttür können, aber wir können da links lang. Ein kleiner Hinweis wäre nett, wo man lang soll, aber danke, Spiel. Im Endeffekt, was ich mitgekriegt habe, handelt es sich hierbei um einen Dungeon Crawler, wo vor allem das Wiederbeleben der Gegner und das Nutzen der Gegner wichtig ist. Du hast Feuerhillebarde erhalten. Nice. Ah, und ich kann jetzt auch endlich zuschlagen. Wir sind schon süß, das muss man uns lassen. So. Ich weiß nicht, wie Necromancy hier funktioniert oder ob wir dafür erst das Sword des Necromancers brauchen, bis wir das nutzen können. Aber auf jeden Fall haben wir schon mal eine sehr, sehr starke Hillebarde. Also, wirklich, die wirkt recht stark. Ich frage mich, ob das gerade zufällig war, dass ich die gekriegt habe. Okay, darüber kann ich nicht. Da brauche ich wahrscheinlich irgendwie einen Bogen oder eine Magie oder sowas. Kann ich das aufladen? Okay, ich kann es aufladen. Ich habe sogar eine Errungenschaft dafür bekommen. Aber keine Ahnung, was mir das bringt. So, dann schauen wir nach hier links. Auch eine Truhe? Was hast denn du? Du hast Langbogen erhalten. Wusste ich's doch. Und habe ich begrenzte Pfeile oder? Nee, da ist ein Balken drüber. Ah, aber der Balken regeneriert nicht. Also ich habe durchaus begrenzte Pfeile. Dann muss ich da aufpassen. Aber vielleicht kann ich mir irgendwie wieder Pfeile holen. Ich bin mir nicht sicher. Momentan sieht es nicht danach aus. So, hier kann ich einfach rüber. Au. Au, au, au. Ich sehe auch gerade, wir haben nicht so viel Leben. Wir haben nur noch ein Herz übrig. Wir sollten aufpassen. Also ich. Ihr guckt ja nur zu. Aber wir haben zum Glück eins wiederbekommen. Aber wir haben auch keine Pfeile gekriegt. Hm. Ich soll die Pfeile dann wirklich nicht verschwenden. Nicht, dass ich das dann wieder für irgendwie so ein Aktivierungsding brauche. Amulett der Donnerresistenz erhalten. Das klingt random. Das klingt sehr random. Aber ich schätze mal, gleich kommt ein Donnergegner. Ah, guck mal. Ich komme mit meiner Waffe darüber. Alternativ kann ich auch meine sehr begrenzten Pfeile verwenden, um ihn zu treffen. Aber ich glaube, ich gehe einfach so rüber. Perfekt. Du hast Schlüssel der Ebene erhalten. Ah, ja. Ich wollte gerade fragen, wo war denn ein Schloss? sollen wir jetzt mit einem halben Herzen Boss begehen? Ja, wahrscheinlich. Das wird jetzt lustig. Ah, wohl. Ich glaube, da ist das Schwert des Necromancers, oder? Ist das das Schwert des Necromancers?
Du hast das Schwert des Nekromanten erhalten. Nice. Du kannst in der Nähe der gefallenen Monster sie mit dem Schwert des Nekromanten wiederbeleben. Okay. Deswegen bleibt die Leiche auch dort liegen und wir sind gerade gestorben. Hoppla. Oh, aber wir können jetzt hier nach oben? Nee, können wir nicht. Okay, dann laufe ich mal wieder dahin zurück, wo wir waren. So, diesmal haben wir auch fast volles Leben, um den hier zu bekämpfen. Hier, stirb! Ah, er trägt sogar den Schlüssel. Interessant. Habe ich gerade... Ich habe gerade 3 Herzen verloren. Egal. Ich habe wenigstens noch 2 Herzen übrig für diesen Raum gleich. Ich sollte mehr mit dem Schwert kämpfen. Es ist mir so dezent aufgefallen. Das Schwert ist um einiges angenehmer als die Lanze, einfach weil es sehr schnell ist und die meisten Gegner stunt. Schwert des Nekromanten. So. Das heißt, ich kann jetzt den Slime wiederbeleben. Und er heißt wirklich Slime. Okay. Sehe Einzelheiten. Okay, das sehe ich. Der hat 3 Leben und 2 Angriff. Okay, dann belebe ich den wieder. Hä? Hä? Ich verstehe es gar nicht. Ich wähle ihn aus. Warum kann ich ihn nicht wiederbeleben? Ah, muss ich erst... Ah, ich kann ihn mit einem... Ich kann ihn mit einer Waffe tauschen und ihn dann als Waffe einsetzen. Das ist cool. Das ist mega cool. Kann ich ihn auch wieder bitte zurück... warte. Kann ich hier einen Slime wiederbeleben? Damit tauschen? Genau, damit tauschen? Okay, jetzt ist er in meiner Hosentasche und ich habe ihn nicht eingesetzt. Perfekt. Aber nice. Ich dachte, der läuft dann einfach im Raum rum. Aber nein, der wird richtig zur Waffe dadurch. Da muss man sich aber auch gut überlegen, wen man mitnimmt. I am Coco. Pleased to meet you. Ihr merkt jetzt, glaube ich, was ich meinte mit bezahlt eure Synchronsprecher. Those were the first words I heard from you. We'd never seen each other before. But I could tell you were serious about it. Never in my life had I seen a smile so precious and so sincere. Es tut mir so leid, liebe Entwickler, aber es tut einfach weh. For not being able to protect that smile. Ich weiß, es ist gerade sehr emotional, aber the one thing you asked of me. That I'd protect you. That's why I'm here. Maybe this is only an old wives tale. And if it isn't, I don't know what I'm going to face from now on. But I must try, no matter the cost. I have nothing left to lose. Ich frage mich, ob das einer der Entwickler eingesprochen hat oder... Oh. Because I've already lost everything. Well. Naja, du hast jetzt das Schwert des Necromancers. Du könntest theoretisch zurückgehen. Dann kannst du deine Geliebte als Waffe verwenden. Oh, wir haben Spieloptionen freigeschaltet. Interessant. Ich... Ja. Sprache der Stimmen. Japanisch. Vielleicht klingt Japanisch besser. Dann mache ich Japanisch. Auf Japanisch klingt alles besser. Okay, es klingt jetzt ein bisschen mehr Anime-like. Das mag ich mehr. Und scheinbar funktioniert es nicht, unsere Geliebte wieder zu beleben. Was ist diese mysteriöse Stimme? ネクロマンサーと呼ばれるものだ。小娘、なぜ私の洞窟に来た。私はここを連れ戻しに来たんだ。あんただけが頼りなんだ。師匠を蘇らせるか。神々の法則に挑戦し、逆らうのか。ああ、そのために来たんだ。何としてもあいつを生き返らしてやる。 Entschuldigung, ich habe gerade den Satz abgebrochen. Dann müssen wir wohl den Nekromanten bekämpfen, um an mehr Macht zu gelangen.
Ich habe mir schon fast gedacht, dass wir sie nicht wiederbelebt kriegen, sonst wäre das Spiel sehr kurz. Okay, die Story kurz zusammengefasst. Unsere Geliebte war eine Priesterin, die aus dem Tempel herausgebrochen ist und weggelaufen ist, um die Menschen kennenzulernen, um in Erfahrung zu bringen, wie die Menschen leben, damit sie anders als ihr Vater weiß, was bei den einfachen Menschen vor sich geht und diese dann führen kann, sobald ihr Vater mal verstirbt und sie dann für den Tempel zuständig sein wird. Wir hingegen sind ein einfacher Vagabund, der scheinbar in den Tempel eingebrochen ist. Wie es dazu kam, dass wir in eine Liebesbeziehung miteinander geraten sind, weiß ich nicht. Aber ich setze mal hier meinen Schleim ein, weil... Oh, Slime ist gestorben. So viel dazu. Er hatte nicht mal eine Chance. So, dann belebe ich den Slime hier wieder und setze ihn wieder ein. So, man muss ihn ja irgendwie zu nutzen wissen. Wobei, die Spinne wirkt ehrlich gesagt ein bisschen stärker. Dann belebe ich mal die Spinne wieder. Warte. Hier, wie kann ich die Spinne wiederbeleben? Danke. Perfekt. So, das bedeutet im Umkehrschluss, ich sollte jetzt... Die Spinne? Kann die... Ja, perfekt. Die Spinne ist wirklich stark. Aber kann ich sie wieder zurückrufen? Scheinbar nicht. Wir gehen mal in den nächsten Raum. Oh, wir können die Töpfe kaputt machen. Wir gehen mal in den nächsten Raum und schauen nach, ob die Spinne dann wieder auftaucht. Und ich sehe gerade, ich habe Inventar. Okay. Keine Ahnung. Wahrscheinlich kann ich da irgendwie mehrere Gegner lagern und dann die immer austauschen. Ah, guck mal, wenn wir uns zu weit entfernen, dann kann man die Spinne wieder auswählen. Au! Da habe ich meinen Angriff überschätzt. Ich belebe mal den hier wieder. Ah, okay, aber ich kann ihn jetzt nicht zum Beispiel ins Inventar legen. Kann ich zum Beispiel sagen, hier, ich möchte das Amulett ins Inventar? Ja. Das geht scheinbar. Das heißt, ich kann die dann zum Beispiel auch wiederbeleben und dann habe ich zwei Spinnen. Ja, das klingt doch nach einem guten Plan. Huch! Warum sind da so viele Gegner? Ich lasse mal meine Spinnen die Arbeit machen. Weil ich wollte eigentlich gerade ganz gemütlich die Kiste öffnen. Aber mit einem halben Herz riskiere ich es ehrlich gesagt nicht, gegen die alleine zu kämpfen. Und warum denn auch? Wir haben Spinnen. Wo sind die überhaupt hin? Wo lauft ihr rum, Spinnis? Ich brauche hier oben eure Hilfe. So. Du siehst stark aus. Dich möchte ich haben. Es hat schon ein bisschen was von Pokémon. Das muss man denen lassen. Also, vielleicht finde nur ich, dass das wie Pokémon ist. Aber ich finde, das ist wie Pokémon. Ich finde es schade, dass ich das nicht direkt ins Inventar hier legen kann. Dass ich halt erstmal noch umständlich... Hat mir jetzt die Spinne geklaut. Ha! Nur weil ich es nicht direkt ins Inventar legen konnte. Das finde ich umständlich gelöst. Also das finde ich, hätte ich sie besser machen können. Aber vielleicht war es auch so gewollt, wer weiß. Ich würde... Den Großen können wir da gleich gerne wiederbeleben, sobald er tot ist. Aber dafür muss er erstmal tot sein. Ich könnte zwar mir noch einen Kollegen gerade holen. Aber... Ich habe gerade Angst, währenddessen getroffen zu werden. So. Fledermausi. Hier, macht mal. Perfekt. Oh, da lebt sogar noch jemand. Dann ersetze ich Fledermausi mal damit. Hä? Achso, der will außerdem die Fledermausi hier beleben. Flay ist gestorben. Ja, das darfst du gerne. Weil ich würde gerne Dolahan wieder beleben. Weil der wirkt, ehrlich gesagt, mit am stärksten. Von allen, die ich bisher hatte. Kämpfst du überhaupt? Oder bist du... Ich bin tot. Und man startet direkt von neu. Also das Spiel hat durchaus Roguelike-Elemente. Ich merke schon. Und ich glaube, die Map sieht jetzt anders aus. Okay, das ist ein Roguelike. Wusste ich nicht. Ich habe mir das Spiel literally vor 20 Minuten gekauft, nachdem es jahrelang in meiner Wunschliste war. Ist halt momentan im Angebot, im Steam Sale. Hat auch, ehrlich gesagt, ein anderes Indie-Spiel verdrängt, was ich ursprünglich geplant hatte. Welches, sage ich nicht, aber wer aufmerksam meine anderen Folgen verfolgt hat, weiß, welches Indie-Spiel ersetzt wurde, weil ich hatte das leider schon angekündigt.
Deswegen tut mir leid, falls sich jemand auf das andere ominöse Indie-Spiel gefreut haben sollte. So, dann aktiviere ich hier noch einen Schleimi. Ich sollte auch mal mitkämpfen, aber es ist halt so verlockend, einfach seine ganzen Diener die Arbeit machen zu lassen. Bindende Bartaxt. Okay, Schwert des Nekromanten sollte ich nicht ersetzen, aber ich kann so ein Fly hier ersetzen. Ja, ja, ist nicht schwach. Also sieht zumindest recht stark aus. Aber werden wir dann sehen, sobald Gegner auf uns zukommen. Was? Die macht nur einen Schaden? Okay, die wird gleich sowas von gegen den Magier ausgetauscht. Warum sollte ich die dann überhaupt haben? Wenn die schwächer als unser Schwert ist. Ach so, 5% Lähmung, ja wow. Die 5% Lähmung, da kann ich drauf... Ist es ein Pilz? Ist das da Timo? Ich will dich haben. Das ist echt wie Sammelkarten für mich gerade. Kann ich auch den hier zum Beispiel hier reinlegen? Ja, kann ich. Okay, dann belebe ich bitte Champimbomb wieder. Ich glaube, der platziert wirklich einfach so Pilze auf den Boden, die explodieren. Zumindest sah das gerade eben danach aus. Das ist halt wirklich Timo aus League of Legends. Warum auch nicht? So. Oh, au, au, au. Hier, nehmt die geballte Macht meiner Diener. Ich habe aber auch einen Cooldown, oder? Ah nee, das verbraucht Ausdauer. Uff, 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 macht der Schaden. Den will ich haben. Du darfst gleich meinen Slime ersetzen, der eh gerade gestorben ist. So, sind alle tot? Ja, perfekt. Schlack, du dienst jetzt mir. Ja, genau. Der platziert hier so kleine Bomben. Der Pilzi-Pilz. Sehr nice. Okay, da ist gerade ein Herz verschwunden, was ich sehr bereue, weil das hätte ich gerne gehabt. Aber gut, dann macht es auch Sinn, ein bisschen hinter seinen Dienern sich zu verstecken. Weil, wenn das wirkliche Roguelike-Elemente hat und man direkt von neu starten muss... Au! Die machen halt auch alle so viel Schaden. Aber bleibt unser Level erhalten? Das habe ich gerade eben nicht mal gesehen gehabt. So, die behalten wir bei. Und ich sehe gerade, unsere Diener können sich aufleveln. Das fügt gerade eine ganz neue Mechanik hinzu. Das ist ja echt wie Pokémon. Unsere Diener werden mit der Zeit stärker. Wie cool ist das denn bitte? Wir sind gerade auch kurz davor zu sterben. Okay. Können wir irgendwie? Nee. Okay, wir können hier nichts ändern. Obwohl wir ein Level aufgestiegen sind und wir sind tot. Okay, und unsere Diener verschwinden wahrscheinlich. Ja. Aber, nee, wir sind auch vom Level wieder zurück platziert. Okay, man kann auch scheinbar im Verlauf von diesem Spiel irgendwie schmieden. Schätze ich mal. Hier können wir Story nachlesen. Das ist jetzt nicht so spannend. Und hier ist unser Inventar. Ah, schau mal. Die Sachen in unserem Inventar bleiben aber erhalten. Aha. Das bringt aber eine ganz neue Dynamik rein. Aber ich würde sagen, das war es auch von diesem Video. Es tut mir leid, dass es etwas kürzer ist. Das liegt daran, weil ich heute sehr viel arbeiten musste. Und ich bin halt literally gerade eben, es ist 20 Uhr, nach Hause gekommen. Und heute muss noch ein Adventskalender-Video online. Ich hoffe, euch hat aber das Spiel gefallen. Ich finde, man hat recht schnell gemerkt, wohin die Richtung geht. Und ich würde sagen, das war's von mir. Auf Wiedersehen, Leute. Euer Sandorum.